Guten Abend und herzlich willkommen zu unserer Webinarreihe Optionshandel mit System in jeder Marktlage. Vielleicht sehen Sie das ja schon hier auf dem im Bildschirm unter den Referenten, dass da ein Name fehlt. Normalerweise machen wir diese Webinarreihe mit Markus Runau und Thorsten Eberhardt, der aber heute leider verhindert ist. Und nichtsdestotrotz möchte ich an der Stelle dann auch ein riesen Dankeschön an Markus richten, denn er macht das Ganze hier entsprechend heute allein und hält die Stellung, so dass Sie auch weiterhin wertvolle Informationen heute Abend bekommen. Ich heiße Nelson Cardoso Neto, begrüße Sie im Namen von FX Flat und wir schauen zusammen uns mal den Risikohinweis an. Da sollte er sein, denn ja, wie immer dient dieses Seminar nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Unabhängig vom Inhalt müssen Sie Ihre eigene Entscheidung treffen und bitte dieses Event nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen, auch wenn der Trade Scanner, den wir später sehen, eine sehr große Hilfe ist, entsprechend ja, solche Entscheidungen zu treffen. Aber am Ende müssen Sie auf den Knopf drücken, von daher sehr wichtig an der Stelle. Okay, dann lieber Markus, kriegst du jetzt den Bildschirm. Ich wünsche viel Erfolg, viel Spaß. Aber ich bleibe natürlich im Hintergrund und melde mich, wenn was sein sollte. Perfekt. Sehr gut. Dann fangen wir mal an. Jetzt mal ganz kurzes. Ja. Wunderbar. Optionshandel mit System in jeder Marktlage. Leider ist ja Thorsten heute krank. Deshalb mache ich das heute mal. Genau. Wir gehen. Erstmal so ein Risikohinweis hatten wir gerade schon. Mal ganz kurz zu meiner Person. Die meisten werden mich jetzt schon kennen. Ja, ich habe ja eigentlich mal Chemie was gelernt, Chemietechniker. Dann gedacht, naja, Verkauf oder Management ist vielleicht auch nicht die dümmste Wahl. Und dann eben technischer Betriebswirt und dann eben Master of Business Administration gelernt. Dann in Liverpool. Ich habe den Trade Scanner selbst entwickelt, selbst programmiert, habe es zwar nicht in der Schule gelernt, aber ich habe mir das doch alles beigebracht und habe eben sehr viel Methodenkompetenz und handle ja sehr, sehr viel auch mit Optionen, Strangles, Aktien, Long. Gut, dann, was ich auch mache, ist ja der Renditebrief über die World of Trading und das ist ein sehr, sehr transparenter Brief, das heißt, das sieht man wirklich über jeden Trade, der irgendwie gemacht wurde, ups, hier steht 160 Trades, sind 170 aktuell, die hintereinander ins Ziel gelaufen sind, alles sehr, sehr konstant. Fast nur mit Cash Secured Puts ist hier die Kurve, egal wie der Markt ging, es hat funktioniert. Herr Thorsten können wir heute leider nicht, aber ich will einfach darauf hinweisen, Option for Winners, da ist seine Webseite, dass, wenn er ihn sucht, dass er das findet. Ja, Problemstellung, also wie kann man das überhaupt machen, hier ein regelmäßiges Einkommen zu erwirtschaften? Nochmal ein kurzer Rückblick auf Stillhalt der Geschäfte und welche anderen Optionsstrategien kann man in Betracht ziehen. Und dann, was soll man überhaupt handeln? Das ist ja auch immer so ein Riesenthema. Wie würde der Handel optimal aussehen? Wie kann man das überhaupt nebenberuflich machen? Und hilft mir da der Trade Scanner oder eben nicht? Wie kann man das machen? Gut, und da ist ja immer die Frage, gerade bei den verschiedensten Derivaten, was es gibt. Mal jetzt Aktien, Forex, CFD, Hebelzertifikate, Optionsscheine, ETFs, Fonds. Oder dann die Option, warum soll man da Optionen machen? Ja, ist ganz einfach. Bei den meisten Sachen müssen tatsächlich die Richtung muss stimmen. Und bei den verkauften Optionen, also da habe ich den Puffer einfach drin, dass ich einen Puffer für Fehler habe und damit deutlich mehr Luft nach oben. Dafür muss aber auch die Trefferquote ein bisschen höher sein. Genau, und entscheidend ist nicht der aktuelle Trade. Das heißt, wenn mich jemand fragt, was hast du vor 5 Wochen gehandelt, dann muss ich wirklich ganz genau im Trading-Journal nachschauen. Ich kann mir das echt nicht merken. Interessiert mich auch nicht. Ich habe jetzt die aktuellen Trades und ich weiß, dass ich langfristig Gewinne mache. Und das ist mir wichtig, aber nicht welcher Trade, wie, wo, was war. Genau, Stillhalt der Geschäfte. Was versteht man darunter? Das sind der Verkauf von Put
oder Call-Option oder eben das beides gleichzeitig. Und der Put ist ja so das Recht, aber keine Verpflichtung, eine Aktie zu einem bestimmten Preis zu verkaufen, eine Versicherung für den Aktienbesitzer. Und der Call ist das Recht, aber keine Verpflichtung, eine Aktie zu einem bestimmten Preis wieder zu kaufen. Das ist ein bisschen spekulativer. Und als Stillhalter nehmen wir die Gegenposition ein. Das heißt, wir werden der Versicherungsverkäufer oder eben Verkäufer von Aktien zu einem bestimmten Preis, falls wir die im Depot haben. Wir können auch einen Call natürlich nackt verkaufen, ist halt zurzeit in der Marktlage wahrscheinlich sehr, sehr gefährlich. Versicherungsverkäufer, ja, aber, und da kommt das Wichtige, aber, ich verkaufe Versicherungen, die niemand gebrauchen kann. Das heißt, ich mache meine Analyse so genau, dass ich eigentlich weiß, ja, dass die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr gering, dass ich da eingebucht werde. Was ist typischerweise, wenn ich Aktien kaufe, zum Beispiel hier zu einem bestimmten Preis? Wenn die Aktie fällt, dann verliere ich bei zum Beispiel von 131,40, da verliere ich 1,90 Dollar oder dann eben bei 100 Aktien 190 Dollar. Wenn sie gleich bleibt, passiert nichts. Wenn sie steigt, habe ich hier einen Gewinn. Naja, und bei Call-Optionen, selbst wenn die nur leicht fällt, dann zum Schluss habe ich den kompletten Totalverlust. Wenn es gleich bleibt, habe ich einen Totalverlust. Und wenn die nur ein klein wenig steigt, also hier 1% oder sowas, habe ich immer noch einen sehr hohen Verlust. Und erst bei einem mittleren Gewinn komme ich erstmal auf Break-Even. Und jetzt ist eigentlich das Spannende, dass die Felder, die jetzt hier rot sind, die werden hier bei den Call-Optionen, werden als Put-Verkäufer, wenn man da das Gleiche hat, werden diese Felder auf einmal grün für uns. Das heißt, wir haben vier Felder von fünf, mit denen wir Gewinne machen. Finde ich jetzt nicht so schlecht. Aber dann kommt natürlich diese Riesenfrage. Ja, und was soll ich jetzt handeln hier? Jetzt habe ich hier eine super tolle TWS, habe einen super Broker, aber 5000 Werte. Na toll. Das macht ja schon wieder gar keinen Spaß. Jetzt muss ich da jeden Tag 5000 Werte durchsuchen. Und dann zu den Werten gibt es nochmal gut 1,2 bis 1,5 Millionen Optionsketten. Und dann hier bei Apple 5500. Da sagt man dann auch Dankeschön, wie soll ich denn das machen? Und dann hier noch Verlustvortrag und so weiter, wie kriegt man das hin? Ja, aber das kennen wir ja schon. Genau. Und welche Optionsstrategien gibt es denn da, wenn es hier 1,2, 1,5 Millionen Optionsketten gibt? Wie viele Strategien gibt es denn? Einen ganzen Haufen. Also ich habe das mal hier so differenziert, dass man sagt, wenn man viel Bewegung hat, was könnte man da halt handeln? Dann zum Beispiel Bull Call, Vertical Call, Bull Put Spreads, Bull Put und so. Das wirkt dann schon ziemlich komplex, dann mit wenig Bewegung. Aber es ist immer nur eine Kombination zwischen entweder gekaufte oder verkaufte Aktie oder dann eben zum Großteil eben gekaufter oder verkaufter Call oder gekaufter und verkaufter Put. Und dann die Anzahl macht das halt, ob man jetzt sagt, das wird jetzt ein Butterfly oder es wird ein Strangle. Also beim Butterfly normal, da gibt es den Butterfly auf Put-Basis, wo du dann gekaufte hast und dann zwei verkaufte in der Mitte oder beim Call eben auch. Da gibt es halt alles Mögliche. Aber dann immer noch die Frage, was soll ich handeln? Und ganz wichtig, da rede ich ja immer davon, was gibt mir Sicherheit? Es bringt nichts, jetzt hier 27 Strategien gleichzeitig zu handeln oder einzeln hintereinander oder ständig das Wechseln, sondern das Wichtigste ist, bei wenigen Strategien zu bleiben und die konsequent zu machen, weil sonst verdient man kein Geld. Ja, jetzt die Frage, ja, wie schaut der Handel optimalerweise aus? Was sollte man denn tun? Für mich ist es zum einen ganz, 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 ganz wichtig, im Prinzip immer auf Trends zu schauen. Das heißt, dass ich immer sehe, wie läuft ein Trend, dass der hoch runter geht. Also Bewegung, Korrektur, Bewegung, Korrektur. Und wo möchte ich einsteigen? Ich möchte in der Korrektur einsteigen. Das heißt, wenn ein Wert einfach hochgelaufen ist, möchte ich da eigentlich gar nicht mehr rein, weil das Risiko sehr hoch ist, dass er dann wieder irgendwo dreht. Das möchte ich nicht. Das kann ich zum Beispiel bei meinem Turning Point machen. Gibt auch andere Signale, aber für mich ist der Turning Point immer ideal zum Einsteigen.
weil ich da auch eine sehr, sehr hohe Trefferquote habe. Ich habe den echt über viele, viele Jahre getestet und wenn ich den sehe und weiß, wie ich den handeln kann, komme ich durchaus auf Trefferquoten zwischen 75 und 80% rein bei Aktien, was eigentlich schon sehr, sehr hoch ist. Das heißt, ich liebe diesen Turning Point. Der geht auch in der Short-Richtung, aber ich muss halt auch schauen, wie laufen die Märkte, welche sind gerade besonders stark am Laufen nach oben oder unten. Genau, und dann gibt es noch den Strangle. Das heißt, da suche ich zum Beispiel einfach auf eine Seitwärtsphase rausgehen. Das heißt, dass der nicht mehr als plus minus 10% zum Beispiel schwankt, 30, 60, 90 Tage, dass er wirklich sehr konstant läuft. Ja, und dann immer dieses Thema Informationsquellen. Wo kriegt man was her? Da gibt es News, da gibt es Fear and Greed Index, Finviz, dann Sektorrotation, Facebook. Dann können alle möglichen Leute da was sagen oder wir, Bear Percentage. Also mich macht das immer wahnsinnig, wenn es zu viele Sachen sind. Ich möchte es einfach ein bisschen ruhiger haben. Das heißt, ich schaue auf weniger Sachen. Und für mich ist zum Beispiel, ich habe so eine Morgenpost bei mir, dass ich dann eben sehe, ah ja, das ist jetzt von heute Morgen. Zum Beispiel, wo steht der WIX? Wo war er gestern? Jetzt haben wir hier einen Contango. Das ist alles in Ordnung. Backwardation wäre kritisch. Dann, was gibt es heute an wichtige Meldungen? Wie sind die Hauptindizes gelaufen? Dann weiß ich schon mal ein bisschen was. Genau. Und was ich halt immer nehme, ist dann auch erstmal das Marktmodell und dann eben hier mein Screener, wo ich dann wirklich nur ein klein wenig rumklicken muss und finde die Sachen. Weil ich habe jetzt auch nicht ein. Klar, mein Job ist es hier den ganzen Tag, das zu machen, aber ich habe keine Lust jetzt hier überall nur zu recherchieren und das irgendwie mal zu machen, sondern das Wichtige ist eben, dass ich effektiv meinen Prozess habe. Und der ist halt sehr, 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 sehr einfach gehalten. Und zum Beispiel hier bei meinen Cash Secured Puts, das ist das ja, was ich am meisten handle. Da ist jetzt auch noch eine Spalte extra mit reingekommen, die nennt sich ROC. Diese Spalte hier, ROC, Return on Capital, das heißt, wie viel Geld kann ich bekommen, wieder zurück bezogen auf das eingesetzte Kapital. Und da ist so eine allgemeine Regel, 1%, und das kann man hier über Filterfunktionen direkt aussuchen. Das macht das Leben einen eben extremst einfach. Wir gehen das auch gleich mal praktisch durch. Ist wirklich sehr, sehr einfach. Genau. Dann drinnen habe ich zum Beispiel hier Charts. Hier sehen wir zum Beispiel einen Wert, den ich jetzt nicht ganz schlecht finde. Da sehen wir erstmal einen Chart und dann Pfeile. Die Pfeile bedeuten, hier sollte es dann aufwärts gehen. Und das Wichtige ist, ich verändere die nicht mehr. Das heißt, die bleiben einfach so drin. Das heißt, wenn einer sagt, oh, das ist alles Mist, ich kann es hier immer sehen. Hat das damals funktioniert? Wie schauen die aus? Funktioniert das? Und dann sehe ich hier im Prinzip die Signale. Kann ich den Signalen vertrauen? Ja, nein. Und dann gibt es hier noch ein Open Interest Level, wobei immer nur eine Zahl drin steht. Hier steht zum Beispiel 1405, also 1405 Puts. Quatsch, Calls hier zum Preis von 32 Dollar. Und dann bei 30 Dollar sind dann grün die Puts, oben rot sind immer die Calls. Und dann sehe ich zum aktuellen Preis von 30,06, welche Puts sind dann für mich, also gibt es hier wirklich Widerstand oder eben nicht. Und die sind wirklich sehr, sehr aussagefähig, weil die über die 60 Tage, das heißt, egal wie viele Verfallstermine drin sind, wird alles mitgerechnet und ich sehe sofort, wo gibt es Unterstützung und Widerstand. Das ist sehr, sehr, sehr hilfreich. Genau, dann zeigt er mir hier an, der Trade-Scanner auch gleich die Wahrscheinlichkeit des Trades. Das heißt hier zum Beispiel 91,1%, was jetzt nicht ganz so verkehrt ist, dann ROC von 1,72 Dollar, 1,72%, Entschuldigung. Das heißt, es wird einfach gerechnet, hier zum Beispiel die 43 Cent bezogen auf die 25, was das Strike ist. Und das ergibt diesen Wert. Genau, und die Premium. Also ich hatte jetzt nicht 0,43 gekriegt, sondern 40 Cent, aber ist ja in Ordnung. Passt ja, weil es End-of-Day-Daten sind.
Genau, dann die Distanz wird mir auch gleich angezeigt. Das heißt, hier 20% ist ja richtig gut. Und dann auch noch welche Branche und Sektor. Fundamentaldaten, das geht immer von A bis F, wobei A wirklich ganz, ganz selten vorkommt. Und dann für diese Sachen nehme ich eben A, B oder C Werte. Manchmal, wenn die gut seitwärts laufen, kann ich noch ein D nehmen. E und F brauche ich eigentlich nicht. Und dann geht man einfach rein und kann sich das aussuchen. Also wir können das natürlich noch mal ein bisschen tiefer reingehen, aber ich würde das jetzt mal ganz praktisch machen, dass man das sieht, wie das dann hier funktioniert. Das heißt, wir sind hier im Trade Scanner. Wenn man sich so hier, wenn man sich registriert, kann man das dann hier so im Register Now, dann hat man definitiv schon mal Zugriff auf das Marktmodell. Das heißt, dann steht das hier so da, Marktmodell, und ich kann hier irgendwo draufklicken und dann passiert was. Was ich hier sehe, ist, dass fast alle Werte im Countertrend Short sind. Was bedeutet jetzt hier Countertrend Short? Das bedeutet, in diesem Feld ist die Wahrscheinlichkeit für eine Trendwende, also dass der Wert ist schön nach oben gelaufen, das ist ein Aufwärtstrend, alles was über 0 ist, ist so ein Aufwärtstrend. Aber wenn die so weit hochgelaufen sind, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie drehen, sehr, sehr groß. Das soll das bedeuten. Das heißt, da gibt es dann auch keine großartigen Empfehlungen mehr, noch Trades aufzusetzen, sondern dann eher aufzupassen und sagen, okay, stellt eure Positionen dann eher glatt, beziehungsweise macht die Stops nah. Und da kann ich hier verschiedene Sachen auswählen. Ich kann einmal schauen, was sagt das Marktmodell zu US-Sektoren, was sagt das bei deutschen Sektoren. Dann Indizes hat man gerade schon. Dann auch einfach mal hier der Vergleich. Silber ist zum Beispiel hier besonders stark gestiegen bei den Edelmetallen. Dann haben wir hier noch die Zinsen. Die sind hier weiter am Fallen. Wir haben ja morgen auch dann den Zinsentscheid. Das heißt, hier ist auch erwartet, dass es eigentlich dann bald dreht. Dann Energy Futures, die sind auch hier alle eher am Fallen. Sieht man hier. Und dann bei den Currency Futures ist einfach der Yen zurzeit das Stärkste, was am Laufen ist. Das kann ich hier sofort sehen und hier natürlich auch noch die, dass zum Beispiel der Reis wird extrem gehandelt. Ohne dass ich einen Chart angeschaut habe, habe ich die miteinander jetzt vergleichen können, was denn am meisten Sinn macht. Also für mich ist es nur erstmal hier immer wichtig, die US-Sektoren anzuschauen. Und das kann ich auch rückwärts, das heißt, wie war es vor ein paar Tagen oder Wochen, das sieht man hier noch, da war noch alles hier unten. Orange, teilweise sieht man hier rote Dinge. Rot bedeutet, da war eine extrem hohe Volatilität der Fall hier unten. Und dann, als es hier lief, XLRE zum Beispiel, ist dann einfach schön nach oben gesprungen. Genau das, was ich gerade gesagt habe, das kann in die obere Richtung sein, kann in der unteren sein. Spielt erstmal keine Rolle. Wir können ja beide Richtungen handeln. Genau. Das heißt, wir haben jetzt hier noch den Sektor, zum Beispiel Cash Secured Puts. Und hier gibt es tatsächlich Bereiche, wo wir sagen, da gibt es gar keine Strategie, wenn man draufklickt. Hier oben heißt es, das sind Reverse-Strategien, das heißt Counter-Trend. Die sind jetzt nicht so wirklich dann, oder nee, die kann man schon machen, definitiv. Aber ich wollte jetzt ein bisschen hier die anderen Sachen erzählen, dass wir sagen, okay, hier Cash Secured Puts, dann sehen wir hier Basic Materials ist zum Beispiel noch vernünftig, der hat dann noch was, dass man wirklich den noch handeln kann. Und da wird mir hier angezeigt, okay, ich kann hier Cash Secured Put, ich kann Strangle, ich kann Iron Condor, Bull Put Spread oder einen Bull Call handeln. Nehmen wir mal einfach mal Cash Secured Put, klicken drauf. Das ist genau das Bild, was wir gerade eben hatten. Und dann drücke ich Search und ich habe schon einen Wert. Das heißt, ich kann hier draufklicken und sehe hier diesen Wert Tech. Den finde ich jetzt gar nicht mal so verkehrt. Einfach, ich zeige es mal warum. Also wir haben hier erstmal einen Aufwärtstrend gehabt, dann kam hier natürlich dieser Corona-Crash und so das danach. Und dann ist er hier erstmal schön hochgelaufen. Wir sehen hier einen Aufwärtstrend, hat sich dann nochmal runtergefangen. Und jetzt ist er so ein bisschen in der Korrekturphase.
scheint aber hier auch nach oben auszubrechen. Wir sehen hier etliches an Open Interest, was deutlich größer ist als das vom Call. Und dann sehe ich hier noch so komische Balken. Was bedeuten diese Balken? Also rot soll erstmal hier symbolisieren, ah ja, das ist der Bereich, wo ich Verluste machen würde. Grün ist der Bereich, wo die Gewinne laufen. Und dann haben wir hier einen ganz großen grünen Balken, der sagt, da ist viel Put Open Interest. Und da sind viele hier. Das heißt, der Kurs ist aktuell hier bei 41,81. Das heißt, hier in den Dreh vom letzten Tag. Ich kann das gleich nochmal aktualisieren. Und da steht der Wert und kann hier im Prinzip nach oben. Wir haben zwar ein bisschen Widerstand hier, aber wir sehen, bevor diese große rote Linie kommt, ist hier so eine grüne. Was bedeutet jetzt diese grüne Linie? Das sind orange und rote, die so komisch eingezeichnet sind, als ob ich da nicht malen kann, weil die so komisch rumgewackelt ist. Also ganz einfach. Das ist eine Linie, die besagt, also gelb ist Break-even. Das heißt, wenn ich jetzt hier zum Beispiel 46 Cent kriegen würde, wie würde sich das, die 46 Cent, wie müsste der Kurs laufen, um bei den 46 Cent zu bleiben? Und das macht diese Linie. Dadurch, dass am Wochenende nicht gehandelt wird, gibt es diese komischen Knicks. Rot ist so, wo das Delta, das heißt, so ein Wahrscheinlichkeitswert dann schon bei 70% ist, also Delta 30, also 0,3 wäre hier in dem Bereich. Und grün ist so eine Spezialität, was ich immer gerne mache. Und zwar ist es, dass ich Werte möglichst bei 60% Verlust der Prämie wieder zurückkaufe. Das heißt, wenn ich jetzt hier 50 Cent hätte, 60% wären dann, wenn der 20% hat. Also einfach diesen Wert mal 0,4 rechnen und schon hat man das. Und das ist auch hier dieser Vergleich, wie das im Lauf der Zeit sich verhält. Das heißt, wo müsste der Kurs laufen? Das heißt, wenn der jetzt hier einfach, ich bin drin und der schießt einfach hier mal hoch auf 45, wäre ich sofort oder knapp 46, würde ich sofort ausgebucht werden, wieder aus dem Trade. Wenn er ein bisschen länger braucht, wo muss es dann sein? Das zeigt mir hier diese Linie an. Genau, hier sieht man dann noch was, was wir noch sonst so drin haben. Und auch die Fundamentaldaten. Das heißt, hier Margin Growth, Sales Growth wächst extrem, deshalb wahrscheinlich auch hier ziemlich gut dann der Wert. Gibt es auch noch Target-Preis, das heißt, das ist Wall Street-Target-Preis, das heißt, der wäre hier oben irgendwo, was die Wall Street erwartet, wo der Wert hinlaufen soll. Darf man jetzt nicht zu viel drauf geben. Genau. Und hier gibt es noch so einen kleinen Button, Menü, da kann ich nochmal Exp drücken, das ist der sogenannte Expected Move. Das heißt, über die implizite Volatilität wird dann gerechnet pro Verfallstag, welche Bandbreite so einen Wert hat. Manche machen ja immer diese Simulation, kennt man jetzt auch von diesen KI-Geschichten, dass dann möglichst schön eine genaue Linie projiziert wird und so soll der Kurs laufen. Und dann, wenn man das sich im Nachgang anschaut, sagt man, hey, da fehlt aber schon ganz schön viel. Das heißt, mir ist es lieber, hier so eine ungenau richtig zu sein, als genau falsch. Das ist wichtig. Danach würde ich immer gehen. Das heißt, ich kann dann sehen, okay, es wird erwartet bis zu meinem Verfallstermin hier am 21.07., dass mein Kurs hier eigentlich dann so nahezu innerhalb dieses Kegels bleiben wird. Und das ist genau das, was wir ja wollen. Genau, dann kann ich hier, wer es mag, dann nochmal das Volumen ausblenden oder ein MACD reinsetzen oder dann so ein RSI oder sowas. Ich brauche das jetzt nicht so wirklich häufig. Mir reicht immer das Volumen, wenn ich das sehe. Genau. Und dann gibt es hier so einen Button, Load New Data. Kann ich draufdrücken und dann sehe ich, wie die aktuelle Kerze ist. Das heißt, die ist jetzt hier einfach mal nach oben gesprungen. Das ist ja, was wir erwarten. Genau. Und der faire Wert hat sich ein klein wenig verändert. Gut. Jetzt wahrscheinlich dann die Frage, ja, und wie gebe ich sowas ein? Können wir mal schnell in der TWS machen. Ich habe hier noch von den letzten Webinaren noch einen Wert laufen. Gehen wir mal hier in den Option Trader hinein. Suchen uns Tech aus.
drauf. Und dann haben wir ja gesagt, das ist der 21. Juli. Das heißt, da muss man hier mal schauen, ist das drin? Und dann bitte mir hier aufpassen, Listen- oder Registeransicht. Ich habe meistens hier die Registeransicht, weil ich es dann besser sehen kann, welcher Verfallstermin das ist. Dann Basispreise da auch möglichst auf alle klicken, sonst hat man die oft mit nicht drin. Und dann müssen wir schauen, wo die Empfehlung ist. Das heißt, das ist ein 37er Strike, der empfohlen wird. Jetzt kann es natürlich sein, dadurch, dass der Kurs nach oben gelaufen ist, Mist. Wir ein bisschen klicken. Nochmal. So, 37. Der Kurs ist ja nach oben gelaufen. Das heißt, dadurch ist der Preis auch niedriger. Das ist 18:30 Uhr. Das ist jetzt nicht ideal. Ich mache es meistens so 4, Viertel nach 4. Das ist eher so meine Zeit. Und dann schauen wir mal. Das heißt, wir haben jetzt hier 37. Das heißt, 29 zu 36. Machen wir mal hier die 33 Cent. Können ja auch mal durchaus zwei machen und dann übergeben. Und dann warten wir mal. Wir wissen jetzt nicht, wie schnell wir eingebucht werden oder nicht. Das mal so als Beispiel. Wir können das auch mal suchen. Es ist jetzt nicht verboten, auch mal hier im Technologiebereich oder sowas zu suchen. Und da sehen wir hier auch verschiedene Werte. Jetzt steht da Spread Entry. PT1, bestimmt auch die Frage, ja, was ist denn das? Was sind das für Signale? Da kann ich einfach mal in den Block reingehen. PT1, da steht dann hier zum Beispiel, hat Carsten Berger mal erklärt, was ist denn hier so ein PT1-Signal? Wie funktioniert das? Woher kommt das? Was ist das? Und da wird hier im Prinzip ganz genau beschrieben, wie dieses Signal zustande kommt, wann das handelt, wie das gehandelt wird. Und dann Spread Entry habe ich da, das habe ich mal entwickelt. Spread Entry. Spread Entry. Da ist er, Spread Entry. Und wie das Signal funktioniert, was da für Werte, wie das ungefähr aussieht. Das hatte jetzt nichts mit Spreads zu tun, sondern das hat sich mal so ergeben, der Name. Weil ich sehr viel da auf Spreads damals noch, als die Steuerreform noch nicht war, gehandelt hatte. Und möglichst schnell so einen Einstieg zu haben oder sehr häufig Einstiege zu haben, dafür ist das ganz gut. Und die funktionieren auch ganz gut. Das heißt, hier können wir hier reinschauen, was wir hier sehen. Das heißt, hier sehen wir auch Shopify, ziemlich schöner Wert. Macht auch hier genau dieses, was wir wollen. Wir hatten hier die Korrekturbewegung. Wir sind noch knapp unterhalb der Korrektur. Wir können mal schauen, was der aktuelle Kurs macht. Der korrigiert hier, weil wir hier keine Luft mehr haben. Also wir sehen, dass es sind hier nur 2 $ Luft. Und dann kommt ein Riesenbollwerk davor. Macht das Spaß? Ich glaube es nicht. Deshalb suchen wir uns was anderes. Wir haben hier genug Auswahl. Hier sehen wir, dass der Wert, das ist ein Strangle-Signal, steht hier, Strangle. Das heißt, der soll nur seitwärts laufen. Das heißt, was wir jetzt mal hier im ganz groben Überblick sehen, ist, dass der seit hier im Prinzip September 2022 hat der zwar kleine Schwankungen gemacht, aber jetzt nichts Dramatisches, sondern bleibt mehr oder weniger konstant. Auf lange Sicht sieht man aber, okay, der geht jetzt hier im Abwärtstrend, weil hier der EMA 200, 100 und 50 runterwärts gehen. Solange der lila, blau, gelb so rum ist, also dass der lila oben, gehe ich eher von einem Abwärtstrend aus. Ansonsten Aufwärtstrend. Das heißt, hier muss man immer dann ein bisschen mehr mit Vorsicht sein und dann zum Beispiel die Ziele geringer machen. Aber man sieht es ja hier auch, dass wir hier auch konservativ unter das letzte Tief gehen. Da hat man ja oftmals den Fall, dass der Kurs hier runterläuft. Hier sehe ich ja auch ein großes Open Interest, dann kann er hier abprallen und wieder zurückgehen. Aber ich suche mir eher was aus, was mir dann besser gefällt. New Relic oder hier zum Beispiel das hier. Aber hier sehen wir auch wieder ganz großes Open Interest. Aber das ist auch kein Wunder.
Ich mache das mal jetzt hier ganz kurz hier mit meinem Magena Trader. Sieht man, wir haben jetzt hier einen Anstieg gehabt vom SPY und der ist hier ganz weit hochgelaufen. Das heißt, es kann sein, dass die noch laufen, aber die Wahrscheinlichkeit, dass auch mal so ein Wert hier in so einen Verkaufsbereich kommt, und das habe ich immer hier so mit Orange oder sowas, dass es dann klar ist, okay, der könnte jetzt hier auch sehr, sehr bald wieder eine Trendwende machen. Das heißt, da long zu gehen noch, ist halt ein bisschen gefährlich. Das ist risikoreich. Man könnte natürlich jetzt hier die andere Richtung spielen, dass man sagt, okay, vielleicht könnten jetzt hier Strangles was werden. Ich habe es mir heute auch noch nicht angeschaut. Schauen wir es hier live an, was passiert. Könnte man hier irgendwo Strangles finden, die einfach nur ganz gemütlich hier in der Mitte laufen. Das schaut doch schon mal gar nicht so verkehrt aus. Das heißt, was wollen wir haben? Blau sind die Bollinger Bänder. Das heißt, der Kurs läuft direkt in die Bollinger Bänder. Und zwischen unseren Werten, wo wir den verkaufen sollten, sehen wir, dass da riesige grüne Balken sind und rote Balken. Vielleicht gar nicht mal so doof. Jetzt, das Einzige, was ich jetzt hier machen würde, das wäre hier unten, weil wir mit einer Trendwende ein bisschen rechnen können, dass wir ein bisschen tiefer runtergehen. Das heißt vielleicht den 30er. Put nehmen, den Strike oben können wir noch lassen. Dann schauen wir uns das mal an, wie das geht. Das heißt, wir gehen jetzt hier wieder rein, klicken auf Wall. Jetzt ganz wichtig, das Datum bleibt ja gleich, war ja der 21. und dann Strategy Builder drücken. Jetzt muss man nochmal genau schauen. Das heißt, wir hatten auf der Put-Seite den 30er, so viel kann ich mich noch daran erinnern. Und auf der Strike-Seite Call 46. Das ist, die sind dann auf der anderen Seite noch. Habe ich mich doch verschaut. Hier 7.7. steht da. Entschuldigung. Das heißt, wir waren hier eins zu schnell. Also hier nochmal rauslöschen. Immer genau schauen. Also hier 30. Und dann der 43. 46. Genau, da haben wir es doch. Und dann schaut es doch gar nicht so verkehrt aus. Dann steht hier auch Short Strangle. 83 Cent. Können uns das Profil anschauen. Können wir das hier auch rüberziehen? Ne, kann man nicht. Aber so ein bisschen hin und her schieben. Da steht dann im Prinzip auch drin, wie viel Rendite kann ich maximal haben, wie viel Gewinnwahrscheinlichkeit, Prozent. Genau. Und dann kann ich dann sagen, okay, das macht Sinn, ja, nein. Vielleicht in dem Fall auch nur zwei nehmen und dann übermitteln und gut ist. Markus, Ganz, ja. ganz kurz, wenn ich dich unterbrechen darf, nach welchen Kriterien suchst du dir die entsprechende Strategie aus? Also ob du jetzt einen Strangle handelst oder vielleicht auch einen Cash Secure Put? Also ich gehe ganz stur hier nach meinem Marktmodell. Das heißt, ich gehe hier mal rein, Marktmodell, und suche mir das aus. Das heißt, welcher Sektor ist wo drin? Beim Strangle ist es jetzt meistens nicht ganz so kritisch, weil da wird oftmals gesagt, der soll seitwärts gehen. Aber du hast es gerade gesehen, ich hatte nicht hier oben was gesucht, die eigentlich in der Performance am besten sind. Das heißt, wo jetzt die meisten eigentlich laufen, zum Beispiel Nasdaq-Technologie-Sachen. Sondern mir ist es zu heiß, dass die bald am Drehen sind. Deshalb suche ich dann eher was, was einfach in den Sektoren noch drin ist, wo ich es haben möchte. Also hier in diesem. Und Okay, das verstehe. Strangle, da hat man gar keine Wahl. Jetzt hier zum Beispiel großartig, ups, wo sind wir? Wenn ich beim Strangle drin bin, gibt es keine Möglichkeit hier groß, die Dinge auszusuchen, die Sektoren, die sind auch nicht verknüpft mit dem Marktmodell. Da gab es auch noch nicht mal die Frage, weil hier einfach nur Werte gesucht werden, die so und so seitwärts gehen. Genau. Also ich gehe ganz, ganz stur nach dem Marktmodell und handle das so. Okay, sehr gut. Da du ja Optionen verkaufst, wie sehr ist das jetzt entscheidend, zum Beispiel jetzt in der aktuellen Phase, dass der VIX relativ oder nicht relativ, sogar sehr niedrig ist bezüglich der Prämie dann? Das ist natürlich immer ein Problem mit der Prämie, aber
Das hatte ich jetzt gerade kurz angedeutet. Halt, ich mache mal ein paar Tage zurück. Days back bedeutet hier einfach, dass man sagt, okay, such mir auch Signale, die vielleicht schon ein paar Tage alt sind. Die müssen, gibt ja manchmal den Fall, dass die noch nicht gleich gekommen sind. Um jetzt eine vernünftige Prämie zu kriegen, da gab es immer hier die Schimpfe von meinen Kunden, die gesagt haben, oh, da gibt es ja viel zu viele Möglichkeiten, was weiß ich, hier 100. Sechs Dinge, was nimmt man denn dann? Und da kann ich sagen, ich suche nach Prämie direkt. Aber da muss ich wieder das relativ sehen. Nehme ich jetzt einen Wert, der beim Strike bei 200 ist oder bei $25, bei $50, das kann ich ja hier alles suchen. Macht es aber immer wieder schwierig. Und das Einfachste ist, das relativ zu sehen, dass ich sage, okay, mir wurscht, wie hoch jetzt das Strike ist, solange ich das eben hier auf dem Konto auch drauf habe. Ups. Und ich kann dann zum Beispiel sagen, ich nehme hier 1% oder gehe sogar ein bisschen höher und nimm alles weg, was dann eben nicht diese Werte hat. Dann habe ich nur noch ein paar wenige zur Auswahl. Kann dann noch suchen, zum Beispiel nach Ratings, dass ich sage, ich will hier nur sehr, sehr gute Werte haben und schon bin ich durch. Ist das soweit Danke. verständlich? Das müssen auch die Teilnehmer entsprechend Feedback geben. Aber ich habe es verstanden. Bitte schreiben Sie doch mal rein, ob das, ob die, ob vielleicht ist ja eine weitere Frage dadurch entstanden. Genau. Ja, meistens geht es hier relativ schnell, hier irgendwas rauszusuchen. Wenn man sich das überlegt, wie lange ich da immer gesucht hatte, was weiß ich, wenn ich jetzt hier ein Signal hatte oder sowas. Gell? Also da gibt es ja doch so, da bin ich hier so durchgegangen, nur mal von der Historie, da hatte ich mir hier schon meine Signale gebaut. Musste dann hier suchen, wo habe ich einen Turning Point, wo ist es hier zum Beispiel am Steigen. Und dann weiß ich hier noch nicht, gibt es hier tatsächlich vernünftige Einstiegssignale. Das heißt, ich musste da immer suchen. Wir kennen wahrscheinlich die meisten auch nicht. Suchen wir uns das mal einfach raus. Wo finde ich jetzt hier klassisch dann vernünftige Optionen? Das heißt, musste dann hier suchen, okay, was ist jetzt hier, was weiß ich, hier unter die 150 Linie was zu suchen? 150, vielleicht hier den Normaltermin. Und vielleicht finde ich da was. Aber weiß ich, dass der passt also hier auch schon deutlich mehr als 10% Differenz, Open Interest, ist soweit okay. Aber ist halt sehr, sehr aufwendig. Das heißt, ich kann das hier machen mit einzelnen Werten. Jetzt haben wir hier Glück gehabt, dass es auch funktioniert hat, was zu finden. Sonst ist es natürlich schwieriger. Du hast gerade ein Stichwort genannt, der hier auch im Chat gefragt wurde, nämlich das Open Interest. Der Kai fragt, wie er das entsprechend genau betrachten soll. Das Open Interest. Genau, das Open Interest ist, das muss man sich einfach vorstellen, hier in dem Fall, wie Unterstützung und Widerstand. Das heißt, wenn du eine Long-Position haben möchtest, das heißt, dass du erwartest, dass der Kurs nach oben geht, dann möchtest du ja nicht, dass der Kurs nach unten geht. Das heißt, so viel wie möglich grün unten und nach oben sollte der Weg nicht verstaut sein. Und hier sehe ich, okay, der Weg ist doch relativ stark verbaut. Mal ganz einfach gesprochen. Was passiert, wenn ich oder einfach mal die Marktteilnehmer dann überlegen, was die da machen? Das heißt, da gibt es hier Call-Verkäufer und die haben da richtig viele Calls verkauft. Und jetzt geht der Kurs da hoch. Willst du, dass du eingebucht wirst? Ich glaube nicht. Und dann drücken dann halt viele auch mal mit Short-Position runter, sodass der Kurs wieder am Fallen ist. Das passiert dann einfach, dass die möglichst nicht eingebucht werden. Und wenn so viel aggressive Käufer kommen, dann kann es aber hier auch mal was anderes sein. Das heißt, wenn der Kurs jetzt hier mal auf 42, 43 hochläuft, müssen die Leute, die hier den Call haben, hier die Position wieder glatt stellen, weil sonst tut's weh. Und dann kann der Kurs natürlich ja auch drüber schießen. Das heißt, erst einmal ist es ein Widerstand und dann kann es aber auch ein Riesenschub sein, wenn das mal durchgeht. Das kennt man ja von diesen klassischen, na, wie heißt es, Short, na,
Jetzt fällt mir der Name nicht ein. Short Squeeze-Effekten. Genau, dann hatte Tobias noch gefragt, ist es ROC nicht wirtschaftlicher als das Ranking? Ja, definitiv. Aber ich habe ja eh schon hochgestellt, dass ich sage, okay, ich möchte hier sehr gute Werte haben. Da kann ich ja dann ganz leicht sagen, okay, ich will hier entweder ein sehr gutes Ranking haben oder dann eben auch das ROC. Das heißt, wenn ich jetzt hier 5 gleiche Werte habe, na, was nehme ich? Wahrscheinlich den, der hier am schönsten ausschaut und höchsten ist. Beziehungsweise muss ich ja das Open Interest eben auch anschauen, ob da noch Luft ist. Also so mache ich das. Kannst du das vielleicht für den einen oder anderen, der nicht weiß, was damit gemeint ist, kurz erklären, was sich hinter ROC ja, versteckt? Ups, jetzt ist die. Der Tag gerade ausgeführt wurde. Machen wir hier ganz Rechner. So, machen wir hier unseren kleinen Rechner hier rauf. Das heißt, ups, nochmal, können wir den Standard hier dann nochmal klein machen. Entschuldigung. So, da haben wir jetzt hier so einen kleinen Rechner. Gut, das heißt, wir sehen jetzt hier beim Cash Secured Put 55 Strike. Das heißt, das ist hier der Preis, wo wir unsere Versicherung verkaufen. Und wo wir erwarten oder wo wir den hier das zurückkaufen würden. Das heißt, mal 100 muss ich immer rechnen, weil Optionen werden immer mit 100 gerechnet. Das heißt, das sind 5.500 Dollar. Und dementsprechend stehen 1,12 Dollar. 1,12 auch wieder mal 100. Das heißt, 112 Dollar würde ich kriegen zu 5.500. Also tippt man das mal ein, 112 geteilt durch 5.500. Können natürlich das auch weglassen mit den Nullen, ist klar. Und dann steht 0,2036. Das ist 2,04%. Also da einfach mal 100 und dann 2,04. So wird das hier ausgerechnet. Das muss nicht Also Schwaben hauen, aber ausgesprochen Return on Capital, korrekt? Habe ich ganz das genau, richtig verstanden? ja, genau. Also ganz einfache Berechnung können wir auch hier von Hand machen, aber warum, wenn es einen Rechner gibt, der das freiwillig macht? Genau. Ja, und was ich eben immer wieder sage, ist, schaut euch die Trends an. Geht der Trend wirklich nach oben? Geht der nach unten? Da kann man sich hier wirklich Charts anschauen, dass man sieht, läuft der nach oben? Ja, nein. Hier habe ich auch das Lila, Blau, Gelb, dass man es klar sieht. Jawohl, der Kurs geht nach oben. Oder was haben wir hier? Hat er das hoch? Und hier ist so ein klassischer Fall, ja, dass wir hier so einen Doppeltop haben. Das heißt, er ist hochgelaufen. Und Turning Point und der hat auch das Hoch wieder erreicht. Aber was ist dann passiert? Er ist genau am Hoch wieder abgeprallt. Das heißt, es ist relativ häufig, dass das auch passiert, dass so ein Abpraller dann geschieht. Und deshalb mache ich das immer, dass ich dann sage, okay, ich möchte weiter unten einsteigen und zum Beispiel auf diese Position nach oben gehen. Und wenn der Kurs jetzt schon so hochgelaufen ist wie jetzt bei einer Tesla, dann kann man das machen, ist halt dann blöd. Ehrlich gesagt. Das kann gut gehen, dass es noch weiterläuft, aber es ist halt nicht das Beuteschema, was ich gerade aufgemalt hatte. Ja, also ich will ja irgendwie sowas haben, dass ich dann hier in den Bereich einsteige. Das hat dieses Bild nicht. Deshalb meint das nicht. Bin da ganz stur und will einfach nur mein System handeln. Hast du denn ein paar Trades vielleicht, den du uns zeigen kannst, was du jetzt in letzter Zeit gemacht hast? Einfach, dass wir auch mal sehen, wie du das alles in der Praxis anwendest. Klar. Ich kann mal ganz kurz hier auch hier meine Statistik-Ecke hier im Renditebrief oder sowas sehen. Das sind jetzt hier so ein paar, die ich gehandelt habe. Die kriegen hier immer die Leute auch dann, können wir uns hier mal anschauen. KNX oder nehmen wir, ja, oder ist wurscht. Nehmen wir Shopify, hat man gerade schon darüber geredet. 2.6. bin ich reingegangen. Shopify, stopp. 2.6. 2.6. war
Turning Point. Der sechste, da bin ich reingegangen und dann gesagt, okay, ich möchte einen 45er Put verkaufen. Das heißt, hier bin ich doch relativ weit runtergegangen. Ich hätte mit Sicherheit auch näher rangehen können. Aber ich wollte das einfach ein bisschen sicherer haben. Normalerweise sage ich immer, geht zumindest mal ein ganz kleines Stück hier drunter. Aber das waren dann nur bis zu der Bewegung nach oben, wo hier Target Area Long kam. Und dann war ich schon wieder draußen aus dem Trade innerhalb von wenigen Tagen. Also relativ einfach. Dann, was hatte ich noch gehandelt? Civi, der hat ewig 32 Tage. Also manche Dinge, da braucht man echt Sitzfleisch. Civi, 5.5. Auch wieder aufwärts gerichtete Bewegung, 5.5. hier Turning Point. Und dann hat es halt ein bisschen gedauert, bis er dann hier hochgelaufen ist. Hat sich wirklich Zeit genommen und dann ist er jetzt ins Ziel gelaufen. Play. Also hier hatte ich einen 50er. Ja, wo ist der 50er? Auch wieder weit, 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 weit weg. Play. Ja, ich mache halt konstant damit Geld. Das ist eigentlich das Schöne. Den hat es natürlich voll nach oben geschossen. Ach, der fünfte, das ist mir dann auch ehrlich gesagt egal, ob der dann weitergeht oder nicht. Sondern ich halte mich einfach an mein System. Ach, der fünfte, da war hier irgendwo ein Einstieg und dann hat es ein bisschen gedauert, war ein bisschen eng und dann ist er, hat's den rausgehaut. Vor. Da bin ich reingegangen am 19.05. 19.05. Ja, schaut nicht wirklich ganz toll aus. Ich hätte vielleicht ein paar Tage eher das machen sollen, aber hat dann auch gereicht. Hier bin ich dann rausgeflogen. Im Gewinn. 7.06. Dann Weil B. du hast du für dich selber dann eine Gewinnschwelle, wo du sagst, okay, ich Ja, ich nehme ja die 50% der 60%. Prämie oder wie auch immer. Ja, ich nehme immer meine 60%. Das heißt, das kann man jetzt gleich am selben Tag machen, muss es aber nicht, weil so schnell geht es hier doch meistens nicht. Das heißt, wenn ich jetzt hier in der TWS zum Beispiel bin, und dann nicht im Option Trader, sondern hier, genau. Und wir haben jetzt hier den Wert Tag. Da hatten wir 32 Cent, dann mal 0,4. Also nochmal hier 0,32 mal 0,4, 13 Cent. Das heißt, dann gehe ich einfach hier drauf, sage schließen, dann kann ich nichts falsch machen. Tippe ein hier 13 Cent, also kann entweder hier so runtergehen oder kann auch 0 Punkt, ganz wichtig, Punkt 13 eingeben. Und dann GTC, go to cancel, das heißt, dann ist die eine Seite schon mal vergessen und dann kann das so durchlaufen. Also relativ einfach. Und das mache ich wirklich konsequent. Ich versuche dann nicht, das noch ewig zu strecken oder sowas. Und für mich ist so die ideale Zeit, was Tobias gerade fragt, so in dem Bereich 30 bis 60 Tage. Da ist es eigentlich üblich. Aber nicht Optionsschein, sondern amerikanische Optionen. Genau, dann gehen wir mal weiter. Was hat man noch? BC, ja, der hat dann on, hatte ich dann nochmal gehandelt. Der lief dann auch recht schick. Der wollte dann auch einfach nur hochlaufen. 2.6. 2.6. hier rein. So, also hier unten war. Ich habe immer hier die Schwierigkeit, wenn meine Kunden das natürlich auch hier handeln wollen und sowas. Ich muss ja Tage suchen, wo der Kurs nicht nach oben schießt, sondern am besten bis nach unten geht, dass die Prämien auch möglich sind. Und dann ist er eben hier einfach 7.6., die paar Tage, puff, und schon war ich draußen. Das ist das, was ich zeige, immer hier mit diesen Levels, die dann so runtergehen. Also diese, das kann dann relativ schnell auch mal gehen, hier so ein kleines Stück nach oben zu gehen. Der Tobias fragt, welche DTE in der Optionschain du üblicherweise wählst. Ja, genau, das meinte ich ja hier mit diesen 30 bis 60 Tagen. Das heißt, ich wähle meistens hier irgendwo, kann ich hier 20 bis 60 Tage, ich kann das auch mal hier so ein bisschen hochziehen,
30 bis 60 Tage und das finde ich eigentlich gar nicht so verkehrt. Wir hatten auch tatsächlich auch bei unseren Kunden auch Fragen bezüglich Ausübung, wenn es mal nicht in die gewünschte Richtung läuft. Wie handhabst du das und setzt du dann, verkaufst du dann Calls dann entsprechend dagegen? Nee, mache ich nicht. Das, was mir mal passiert ist, und das passieren bestimmt mehreren Leuten immer mal wieder, gell? Ich hatte zum Beispiel hier Tech, das, na, haben wir jetzt auch gerade drüber geredet, aber mir ist es mal passiert, dass ich den hier, genau im, nee, ja, hier genau. Ha. Das war nicht ganz so lustig. Da hatte ich hier mein Turning Point gehabt. Jetzt super Werbung für Turning Point, kann aber trotzdem mal passieren. Es gibt ja immer Wahrscheinlichkeiten. Das heißt, hier den Turning Point und dann juhu, gehst du rein. Sieht ja da zu dem Zeitpunkt auch gar nicht so verkehrt aus. Also mal sehen. Ja, da sieht man hier nur irgendwie so Süd. Da habe ich ja hier hinten, weiß ich ja nicht, was passiert. Und dann sehe ich erstmal nur einen schönen Aufwärtstrend und dann, ah ja. Das schaut doch gar nicht verkehrt aus und dann hier unten drunter irgendwie auch ein ganzes Stück runter, weil ich dann Put verkauft. Was ist passiert? Und das sah dann, da kriegen dann die meisten wahrscheinlich Schnappatmung, wenn man sowas hat, weil der Kursverlust hier, wenn man es das an, ist doch nochmal 36%. Jetzt die Frage, ja, warum gehst du immer so weit weg? Genau, weil sowas passieren kann. Und das will ich nicht so häufig haben. Jetzt gibt es aber ein Thema, was ich mache. Ich lasse mich dann durchaus einbuchen. Ich gehe nicht eher raus, sondern was ich mache, ich lege dann immer, je nachdem, wo er steht, lege ich immer hier an. Wo ist mein letztes Tief gewesen? Also vom Hoch zum Tief, das kann mal hier vorne sein. Und dann sehe ich, okay, wie weit kann er noch hochlaufen? Das habe ich auch so dokumentiert immer, dass ich das genau so mache. Und dann wusste ich, okay, hier 33 und das war auch ziemlich genau mein Einstiegspreis. Und dann habe ich natürlich, wie jeder andere auch, dann nochmal leiden müssen und dann zack, war er drin. Das funktioniert, aber hier ist mein Preis dann noch nicht da gewesen, sondern faktisch ist es, bin ich dann hier oben oder hier irgendwo so in dem Bereich konnte ich da aussteigen. Das passiert durchaus mal, aber das funktioniert tatsächlich nur, wenn ich Aufwärtstrend habe. Wenn ich jetzt hier, was weiß ich, was hat so zerlegt gehabt, PayPal oder sowas? Da funktioniert das nicht so in dem Maße. Sondern was muss ich dann machen? Also das kann ja auch durchaus mal passieren. Also dass es nicht funktioniert. Also das hätte auch hier passieren können, weil rein theoretisch wäre ja hier auch noch Einstieg, lila, blau, gelb, alles okay. Wobei hier man schon sieht, oh, da habe ich schon so ein Cross. Also das heißt, dass der 20er runtergegangen ist, aber vielleicht hätten wir es noch gemacht. Und dann ist der Kurs ja hier runtergestiegen. Das heißt, wo muss ich dann aussteigen? Das heißt, der spätmöglichste Ausstieg, wenn wir uns das mal hier so anschauen, ist, wenn ich hier einsteige. Das heißt, ich muss dann aus dem Tief raus. Das heißt, hier unten ist mein Ausstieg maximal. Das heißt, hier würde sich der Trend fortsetzen. Egal wie teuer das dann ist, gehe ich dann raus. Also entweder er schafft es hier nach oben zu gehen. Das heißt, setze ich hier wieder das an. Ui, er hat die 38,2 erreicht. Dann kann ich rausgehen. Ansonsten muss ich hier raus. Hier ist mein Ausstieg. Und nicht erst da unten. Da ist es ein bisschen spät. Und da ist das Tradingkonto sehr weg. Muss man nicht machen. Ja, verstanden. Vielen Dank. Gerne. Genau, also ich bin dann nicht so der Call-Mensch, weil dann habe ich nach oben wieder nicht die Freiheit, dann einfach auszusteigen. Was passiert, wenn er dann drüber läuft, habe ich wieder ein Problem. Also es ist einfach nicht so meine Welt.
Genau. Aktuell fahre ich hier noch mit 98,2% Trefferquote. Schaut echt wild aus. Aber man sieht es ja hier, ist ja alles nachvollziehbar. Gibt es Genau. weitere Fragen? Wir nähern uns ja auch schon dem Ende dazu. Von daher nutzen Sie gerne noch die 5 Minuten. Genau. Was sonst noch was? Ja, man kann das natürlich auch kaufen. Ja, tatsächlich. Also kann man kaufen. Ja, auf trades.com. Im Shop kann man den kaufen. Hier zum Beispiel den Option Screener Basic. Kostet 49 Euro. Klassischerweise. Da sind dann 4 Strategien mit drin. Also damit kommt man als Stillhalter eigentlich super zurecht. Und das heißt, da habe ich Cash Secured Put, ich habe einen Bear Call, ich habe einen Strangle und ich habe den sogenannten Earnings Buster. Genau, und Kai fragt gerade noch hier bei den Cash Secured Put, wenn da Strangle steht, kann ich das trotzdem aufsetzen? Ja, Hintergrund ist, wenn wir jetzt einen Strangle handeln, das heißt, da wollen wir ja einfach nur Werte haben, die irgendwo seitwärts laufen. Immer irgendwo. Werte, die jetzt nicht so eine brutale Streuung haben, sagen wir mal. Ich habe jetzt hier das nicht ganz sauber sortiert. Ne, machen wir es im Trade Scanner, geht schneller. Das heißt, hier haben wir einen Pinterest, Pins. Suchen wir uns den Wert, Pins. Das heißt, was sehen wir hier? Wir haben jetzt aktuell einen Preis von 24,19. Und da wird mir ja empfohlen, oben und unten das zu handeln. Aber wir sehen ja 24 auf 28, das sind da ja 15, 20% nach oben, unten. Aber jetzt nicht ganz dramatisch, dass da wie gerade 80% verloren wurde. Das heißt, wir sehen hier eher so eine seitwärts ganz grob Ding. Und ich kann entweder dann sagen, ich will die untere Seite, ich will die obere handeln, ist egal. Ich muss ja nicht beide Seiten gleichzeitig handeln. Das heißt, wenn jetzt gerade der Markt extrem bullish ist, ist die Call-Seite wahrscheinlich die gefährdetere. Und deshalb sage ich dann, okay, dann kann ich doch die untere Seite handeln. Genau. Mal ganz kurz hier Earnings Buster, aber ich glaube, zurzeit gibt es ja nicht so viele Earnings. Da kann man auch mal kurz reingehen. Da wird einfach geschaut, wo gibt es in den nächsten 3 Tagen Earnings. Ach, hier bei Kroger. Welche. Und dann kann man hier eben sagen, okay, da habe ich meine Empfehlung, hier möglichst weit oben auch noch rauszugehen. Und dann kann man das auch handeln. Gibt ja doch irgendwie 50 Cent für 1, 2 Tage, ist in Ordnung. Meine Strategie ist es nicht, aber, weil ich einfach meine Strategien am liebsten handle, muss ich sagen. Aber das ist wirklich nur Geschmackssache, was man denn so. Auf was man sich spezialisiert, da kann man auch nicht sagen, das eine ist besser als das andere, sondern das gehört wirklich dazu. Wo hat man die Sicherheit drin? Genau. Ja, super. Alle Fragen sind beantwortet. Wir liegen gut in der Zeit. Schaut euch definitiv mal den Trade-Scanner mal an, auch auf der Webseite, die war eben eingeblendet. Genau, da kann Und man auch sich einfach mal anmelden. Kostet nichts. Ich schalte euch dann für 14 Tage auch mal frei, dass ihr das mal so testen könnt. Und ansonsten bei FX Flat gibt es natürlich auch nochmal Goodies, wenn man da reingeht. Das heißt, wenn man da hier FX Flat, Flat, na, nee, ist doof. FX Flat. Hat der Carsten ein bisschen was geschrieben, aber hier haben wir das. Na, drücken wir auch richtig rauf. Drücken, jetzt was gerade weg. FX Flat, bin ich denn? Da ist es. Genau, da findet ihr hier im Prinzip auch nochmal so ein paar Vorteile, dass es da auch nochmal vergünstigt ist. Und da gibt es hier nochmal so einen Neukundenlink, wo ihr dann drauf gehen könnt. Und das, ja. Ist frei zugänglich über einen Trade Scanner. Oder wenn man Nelson und die Bande anschreibt, klappt das auch. ja, Gell? natürlich. Prima, dann bevor du das Schlusswort hast, möchte ich mich natürlich bei allen bedanken, die heute live dabei waren, trotz des schönen Wetters und vielen Dank auch für die Fragen im Chat.
dass das Ganze so ein bisschen ja, interaktiv ist und wünsche noch einen schönen Abend, natürlich noch viel Erfolg diese Woche. Ist ja eine sehr wichtige Woche bezüglich Wirtschaftsnachrichten, morgen FED, die EZB. Also da gibt es reichlich Gründe für Bewegung im Markt, hoffentlich. Von daher viel Erfolg, passen Sie auf Ihre Positionen auf und vielen Dank, Markus, dass du heute das Webinar hier mit uns oder mit mir gemacht hast. Und ja, du hast das Schlusswort. Bis zum nächsten Mal. Ja, vielen Dank auch nochmal für die Aufmerksamkeit, dass Sie da waren und ja, einfach ausprobieren hier mit dem Trade Scanner, der wird euch wirklich helfen. Super, ciao.